Hallo Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Stone Attack. Heute tatsächlich sogar wieder mit den Twitch-Menschen. Die Twitch-Menschen wissen das noch gar nicht, aber die waren in den letzten beiden Folgen überhaupt nicht zu sehen, weil ich das Intro einfach danach aufgenommen habe. Aber jetzt sind sie wieder da, ey. Ich hoffe, ihr habt die genauso vermisst wie ich. Es war nämlich eine sehr schwere Zeit, ohne die unten im Chat zu sehen. Lasst gerne mal wieder ganz große Grüße da und schreibt mir doch heute mal in die Kommentare, was euer erstes Minecraft-Haus war, das ihr jemals gebaut habt. Wir werden uns heute nämlich um unser Hausbau kümmern. Wir haben mittlerweile sehr coolen Stuff. Wir haben mittlerweile nämlich Nummer Uno, unser ganzes Skalk, unsere Skalk-Farm. Ich war fleißig meistig AFK. Ich habe sehr viel gefarmt die ganze Zeit. Haben jetzt einiges an Skalk in den Kisten. Ich hoffe genug, um uns einen Spawner zu kaufen. Es gibt nämlich bei dem Villager einen Spawner, den man sich kaufen kann. Keine Ahnung, was er macht. Ob es wirklich ein Spawner ist. Ob das ganze Ding, ja, ich weiß nicht. Es steht ein Mob-Spawner dabei. Aber was das Ding kann und was er überhaupt spawnt, wir werden sehen. Ich weiß es nicht. Aber es wäre sehr cool, weil wir dann definitiv nochmal unser Skalk ein bisschen upgraden können. Und ansonsten wollen wir uns eigentlich darum kümmern, unsere Base heute auszubauen. Ahoi! Denn, wie ihr vielleicht wisst, ist der Plan ja, diese komplette Kuppel, die wir haben, riesig auszuhöhlen. Also alles, was hier noch überall ist, muss komplett weg. Der ganze Stein davon muss weg. Und das ganze Ding soll zu Skalk verwandelt werden, damit es aussieht wie ein Universum oder sowas in der Art praktisch. Und darum wollen wir uns heute kümmern. Das wird sehr, sehr wild. Aber ich glaube, wir fassen jetzt erstmal rüber, holen uns das ganze Skalk und craften das um. Und schauen, wie viel wir dann davon haben und wie viel wir bekommen. Und dann, oh, werden wir so viel abbauen. Wir haben 5... und 30 Triple Compressed. Das ist absolut juicy. Heißt, wir können uns jetzt... Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was das Ding macht. Ich hoffe, es ist halt wirklich ein Spawner. Aber wir werden uns jetzt mit diesen 35 Stück einmal das Spawnerbuch kaufen. Das Mob-Spawnerbuch. Ich bin sehr gespannt. Da ist es. Und die 10, mit denen könnten wir uns sogar nochmal 2 Wardens holen. Mob-Spawner bei Spark of Phoenix. Oh mein Gott, das ist wieder ein Rätsel. Stigi? Ja? Kauf noch nicht das Buch, kauf noch nicht das Buch, weil du das machen wolltest. Warum? Weil das ein Rätsel ist, glaube ich, wieder. Oh, hast du es dir jetzt vorab gekauft? Ja! Wow, danke schön. Aber mehr Wardens für uns. Warum? Du kannst mir 10 Triple Compress geben, dann haben wir Hälfte gemacht. Nee. Oh, dann lese ich das jetzt alleine. Nee. Ja. Ich kann einfach nicht leben. Mob-Spawner, einfach aber mächtig. Ich habe einen Weg gefunden, wie diese selbst hergestellt werden können. Um einen mächtigen Mob-Spawner zu erschaffen, benötigt man ein mächtiges Material. Man nimmt einen Netherite-Block und wirft auf diesen einen Stack Gammelfleisch und voila, Zombies erscheinen aus dem Nichts. Es spawnt nichts außer Zombies. Zum Deaktivieren bitte einen Netherite wieder abbauen. Bitte den Netherite-Block wieder abbauen. Mob-Spawnen, wenn sich die Spieler 10 Blöcke oder näher am Spawner befinden. Oh, das ist kacke. Das ist kacke, ey. Es ist ein Custom-Spawn und alle 2,5 Sekunden erscheint ein Zombie ohne Pause. Bitte nicht unkontrolliert massenhaft Zombies irgendwie stapeln. Mit Blick auf den Server schaltet nicht von alleine ab. Ab hier ist Roleplay weg. Ab hier ist ja, es gibt kein Rätsel mehr. Es heißt, bitte macht einfach keine Scheiße. Ja, straight in your face. Spark hat einfach wieder Angst, dass der Server laggt. So, bitte, Leute, bitte. Da hätte einfach nur stehen müssen. So, Stege, bitte auch keine anderen Scheiße machen. Bitte keine Lag-Farm machen. Halt, bitte nicht übertreiben. So, straight in your face, einfach bitte Jungs, ey, wir machen das für uns. Bitte chillt einfach damit. Und es funktioniert wirklich mit dem Netherite-Block und Gammelfleisch. Du musst nichts anderes probieren. Du musst einfach nur diese beiden Items kombinieren. Es ist so einfach. Digga, oh, das tut weh. Bro, Digga, dann. Du darfst den farmen, ich klau mir den von drüben. Ja, ich hol mir nicht mein Museum. Ah, nein, was? Ja, na klar. Was willst du dir klauen? Den hier nicht nehmen. Warum? Bro, weil ich doch dann gleich... Hä, aber das ist ja voll geil. Aber dann müssen wir jetzt halt einen Netherite-Block farmen. Das wird sehr aufwendig. Das wird sehr, sehr, sehr viel Zeit kosten. Aber trotzdem auch sehr geil eigentlich. Ach, scheiße, aber dass wir jetzt so viel Ding halt gewastet haben, dafür ist ein bisschen painful. So viel Skalk. Jetzt haben wir halt 24 da reingeballert. Oh, vielleicht gibt uns Stegi ein paar. Vielleicht ist er absoluter Ehrenmann. Aber, ja, sonst werden wir jetzt, glaube ich, ein bisschen hier stehen und craften und uns einen Netherite-Block zusammenfarmen. Wir farmen nicht von alleine, wir bauen mehr Cobble-Generatoren. Wir fatzen es einfach nach oben
und schallern dann noch 2, 3, 4 Koppelgeneratoren oder sowas dazu. Damit das hier schneller geht. Weil sonst stehe ich hier ja Stunden. Ich glaube, wir brauchen 10 Minuten für eins. Wir bräuchten halt 1,5 Stunden für einen Block, ne? Für einen Spawner also dementsprechend. Dann haben wir an dieser Stelle jetzt unsere alten Koppelfarmen abgebaut. Also nicht abgebaut, nur so ein bisschen ausgeschlachtet. Die ganzen Main-Komponenten hier raus. Die ganzen Hopper, die Dropper, die ganze Redstone-Technik und so, die existiert jetzt in denen nicht mehr. Ich hab die halt schon, Bro, wisst ihr, wir haben die ewig nicht mehr benutzt. Die Lava und so können wir auch noch holen. Aber wir nehmen jetzt den ganzen Stuff davon und zimmern den einfach, ja, halt über der Main-Koppelfarm einfach wieder auf. In der Zeit, in der wir die Farm neu aufbauen, hätten wir zwar auch schon längst einen neuen Block gefarmt, aber ist egal, Alter, darüber reden wir einfach nicht, okay? Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch und bauen die wieder neu da hinten irgendwo mit dazu. Irgendwo hier hinten. Brauchen wir da ein bisschen Space. Dann setzen wir jetzt gemeinsam, wir beide, du und ich, den letzten Wassereimer. Zacko! Boots! Oh, es war der vorletzte. Sorry, ich habe gelogen. Wir brauchen noch einen Wassereimer und Frostwalker. Also Frostwalker haben wir in den Boots. Aber dann haben wir es tatsächlich geschafft. Dann haben wir 2 neue Koppelmodule angeschlossen. Absolut, absoluter Traum. So, da ist es. We did it, friends. We did it. Lass uns die hier alle mal... Achso, ich hab die falschen Boots an. Lass uns die hier alle mal komplett hier mitdroppen. Ich habe nämlich ein bisschen... Also ich hoffe mal, da bleibt nicht irgendwo anders was hängen sonst nochmal. Aber theoretisch sollte das jetzt gehen. Eigentlich sollte jetzt alles hiervon angeschlossen sein. Über 200.000 Cobblestone mehr pro Stunde, die wir produzieren damit. Und das geht alles hier rüber. Dann machen wir hier ein bisschen das Ding zu. Damit wir hier nicht so übertrieben viel Gefahr laufen, dass das Eis kaputt geht. Und dann wird das passen. Achso, die andere müssen wir auch noch anmachen. Warte mal, die ist gerade noch gar nicht an. Jetzt aber mal Obacht geben, Freunde. Da seid ihr doch live mit dabei. Also, so fast. Zack. Butz. Juhu. Hammer. Dann werden wir mit diesen Cobblestone 200.000 mehr mal ein bisschen craften gehen. Ey, Freunde, wir haben gerade einen Test gemacht während unserer Crafting-Session. Wir brauchen 6 Minuten und 50 Sekunden für ein komplettes Netherite-Ingot. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr geil. Also, das geht zeittechnisch sehr fit. Das ist, also, davor haben wir, glaube ich, 10 Minuten gebraucht für eins. Wo kommt das hin? Ich meine, wir können es uns ziemlich gut ausrechnen, ne? Wir haben jetzt ein 50%. Ja, doch. Klar, wir haben 50% Improvement. Safe. Das ist ja übelst geil. Ah, dann craften wir weiter. Ey, Freunde, ihr seid gleich live dabei. Wir haben den absoluten Endspurt. Wir haben ordentlich reingehasselt, aber, oh, guck mal. Warte, 7, 8, 9, zack, 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 Bulls. Wir haben unsere 9 Ingots. Oh, took quite a while. Ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben. Also wir haben 9 mal 7 Minuten gebraucht. Könnt ihr euch sehr genau ausrechnen, eine sehr schwere Aufgabe. Aber jetzt gebührt uns auch die Ehre. Da ist er, Alter. Oh, das Ding. Eine halbe Million Cobblestone, über eine halbe Million Cobblestone in diesem wunderschönen Block vereint. Dieses Ding, ein würdiges Dance-Ingot wird zu einem würdigen Dance-Block. Oh, da ist er. Es war so lange, Alter. Aber let's go. Hammer. Cool. Dann können wir jetzt ausprobieren, wie der Spawner davon aussieht, was wir damit machen können. Ob wir das Ganze irgendwie doch automatisiert bekommen, wenn das irgendwie klappen sollte. Wir brauchen dafür jetzt einen Stack Gammelfleisch. Ich hoffe, wir haben überhaupt so viel. Ich glaube, ich habe das alles immer weggeworfen, die ganze Zeit. Ja, ich glaube, das könnte sogar actually schwierig werden. Vielleicht ist hier hinten was drin. In den Kisten so ein bisschen Reste zusammensuchen. Da haben wir 2. Da sind 4. es wird. Okay, wir können mal ganz kurz hier drüben hingehen. Ich glaube, da sollte das relativ schnell zusammenkommen. Dann lassen wir da ein paar Mobs runterregnen. Und dann können wir gleich testen. Das ist leider nichts, das auch nichts, das auch nichts. Verdammte Axt. Okay, nee. Dann bleiben wir kurz hier stehen, warten, bis wir genug zusammenbekommen. Und dann, ne? Wird getestet. Wir haben unseren Stack. Oh, wir brauchen gleich nochmal einen Stack. Aber egal, kriegen wir hin. Das Ding wird jetzt aktiviert, indem wir, ja, das Fleisch auf den Netherite-Block werfen. Und dann kriegen wir den Spawner daraus. Achtung!
Geil! Geil, Alter! Und jetzt kommt alle 2 Sekunden, ne? Alle 2,5 Sekunden, ne? Gut, ist ein Zombie gespawnt. Aber halt hier oben, ne? Okay, das heißt, wir könnten hier aber irgendwie Wasser drauf machen, ne? Damit die runtergespült werden, ne? Das wäre jetzt ziemlich nice. Und was ich jetzt gerne probieren würde, das Ding hört niemals auf, ne? Der spawnt die ganze Zeit, solange wir in der Nähe davon sind. Wenn wir weiter weggehen, dann wird er deaktiviert, glaube ich. Genau, wir müssen 15 Blöcke davon in der Nähe stehen. Aber das heißt ja auch, jetzt warte mal. Ja gut, wir könnten das hier usen sogar, maybe. Das wäre auch eine Idee. Safe. Oder, alternativ, ich will ein bisschen Zeug probieren gerade. Da müssen wir gleich mal schauen. Spawn mal ein paar neue. Ich will auf jeden Fall nochmal einen Stack Gammelfleisch farmen, ganz kurz. Dann wollen wir jetzt probieren, ne? Was passiert? Weil der Netherite-Block ist ja, glaube ich, dafür verantwortlich. Was passiert, wenn ich den verschiebe? Oh, wait a second. Ah, nee. Doch, das geht. Ah, I mean, so könnten wir ihn wenigstens deaktivieren, scheinbar. Hä, das ist aber komisch. Warte mal, wir können den so deaktivieren, aber jetzt mal... Jetzt mal ganz, ganz, ganz frech gefragt, ne? Und ganz frech gedacht. Was passiert denn, ne? Der Spawner war ja gerade aktiv, als ich den... Solange er nicht geupdatet wird, sollte das gehen. Was passiert denn, wenn ich das hier mache? Dann bleibt der Spawner hier aktiv, ne? Ja, der spawnt gerade weiter. Der spawnt sehr, sehr fleißig weiter. Was ist, wenn ich jetzt... Aus einem mache 2 Freunde... Jawollo! Jetzt schon System cheated, Alter. Geil. Okay, warte, was würde passieren, wenn ich jetzt noch einen hiervon mache? Bro, oh mein Gott, das ist ja jetzt schon so übertrieben viel. What do you mean? Okay, Achtung. Pisten. Wir schieben. Die sind beide noch aktiv. Die sind beide noch aktiv. Zack, dritter. solange da drunter ein Block ist, könnten wir da so viele Spawner machen, wie wir wollen. Bro. Aber sobald wir den abbauen, ist der hier halt deaktiviert. Ja. Okay. I mean, das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Wir können ja auch mehrere Spawner machen, indem wir einfach mehr Netherite farmen. Und das werden wir definitiv auch. Mich hat gerade nur interessiert, ob das hier funktionieren würde. Aber ich glaube, die Antwort darauf ist definitiv ja. Das würde funktionieren und das ist sehr gut. Dann wollen wir jetzt Spawner einfach mal hier direkt in unsere Skyfarm mit einbauen. Wir würden also das hier machen. Ich würde jetzt hier ein Soul Campfire draufsetzen. Also Spawner aktivieren, Soul Campfire drauf. Dann sollten die ja rein theoretisch von selber hier drin sterben, oder? I guess. Ja gut, wenn die Aggro auf mich haben, natürlich eher weniger, aber... Ah, gibt es eine coolere Möglichkeit dafür? Wir könnten ja auch über Entity-Cramming sterben lassen. Wir könnten da einfach... 15 Blöcke Abstand brauchen wir dafür auf jeden Fall. Aber das ist ja ein... Also das ist wirklich krass gut. So wie die jetzt sterben. Guck mal, die spawnen die ganze Zeit. Man sieht das gerade. Die spawnen die ganze Zeit. Kriegen dann Damage. Die spawnen aber schon ineinander und so. Und dann sind die halt da. Wir brauchen jetzt halt nur definitiv irgendwie genug Zeug. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Ding automatisch hinbekommen würden. Angenommen, wir machen irgendwie... einen Item-Counter mit einem Chest-Minecart oder so, das einen Stack Rotten Flash da reinmacht, dann schieben wir mit einem Piston, den Netherite-Block weg, also weg und wieder hin. Drüber haben wir einen Dispenser und der kriegt dann die Items und wirft dann einen Stack da drauf. Einen Stack Rotten Flash. Und dann könnten wir ihn praktisch deaktivieren und aktivieren. Relativ simpel mit einem Redstone, mit einem Button-Klick. Das würde theoretisch gehen, glaube ich. Ich will jetzt aber kurz probieren, was passiert, wenn wir einen zweiten mit dazu machen. Ich will gucken, was passiert, wenn wir 2 Spawner haben oder sogar noch mehr. Das ist ein bisschen sehr stressig, das hier aufzubauen, aber wir gucken einfach mal. Ah ne, Zero Ticken ging nicht, ne? Der muss schon aus... Oh, warte mal. Hier stirbt gerade jemand. Hoppala. No bueno. Vielleicht sollten wir unser Ding gleich mal rausholen, unsere Chestplate. Ich will probieren, wie geil das abgeht, wenn wir da mehr Spawner haben. Also später machen wir das auf regulären Weg. Für jetzt würde ich gerade mal den anderen Weg wählen. Und dann können wir unseren Cleanstone-Generator hochpumpen. Wir haben den gerade schon ein bisschen schneller gemacht. Der läuft jetzt
halt auf 3 Kondensatoren oder auf 3 Komparatoren stand auf 4 wieder vor, was ziemlich nice ist. Wir gucken jetzt mal ganz kurz hier, ob hier irgendwo, ah, da ist ein bisschen Stone, aber jetzt auch nicht super, super viel. Aber die gehen halt auf jeden Fall hops, ne? Früher oder später wird da jeder von sterben, denke ich mal, auch wenn die manchmal ein bisschen durch die Gegend wandern. Aber vielleicht, es entsteht kein Kobbel, das ist sehr gut. Wenn wir jetzt noch mehr machen, könnte es halt sehr gut sein, dass wir den auch wegmachen können. Oder, also wir müssen halt schauen, wie schnell wir die Glock machen dürfen, damit wir keinen Kobbel generieren. Ne? Das ist so ein bisschen das Main-Ding. Aber sonst funktioniert das richtig gut. Ja, dann machen wir jetzt so den zweiten Chidi nochmal aus. Dann töten wir jetzt noch 2 Ones. Ich habe mir gestern noch ein kleines System überlegt, mit dem wir das wieder ein bisschen easy machen können. Es ist ein kleines Wettrüsten zwischen Spark und irgendwelche Sachen finden, die wir abusen können. Das wären aber die letzten beiden Ones, versprochen. Danach werden wir das auf regulärem Weg töten, wenn es überhaupt noch so geht. Aber der Warden one-hittet jetzt Iron Golems. Und deswegen haben wir gestern dieses kleine System hier gebaut. Ich werde euch nun demonstrieren, wie das Ganze funktioniert. Der Warden wird nämlich angelockt von dem Noteblock hier unten. Droppt dann, ne? Zack, hier unten rein in diesen Fallschacht. Und von da schieben wir den Iron Golem jetzt hoch, sodass der Iron Golem den Warden hitten kann. Ne? Der Warden aber nicht den Iron Golem, beziehungsweise er kann ihn hitten, ne? Aber nur mit seiner Range-Attacke. Und die Range-Attacke one-hittet nicht, nur die Melee-Attacke one-hittet. Und deswegen chillt er einfach hier. Der Warden wird kaputt gemoscht. Und wir können einfach hier sein und den Iron Golem reparieren. Und können uns richtig einen abchillen. Guck dir das mal an. Es ist so frech, Alter. Und dann einfach kurz vorher schieben wir den Iron Golem wieder runter. Geben dem Warden den letzten Hit. Und dann kriegen wir den Drop. Aber so ist es halt nicht gedacht, ne? Okay. Runter. Und wir gehen ran. Zack, Warden Dash. Was hat er gedroppt? Was hat er gedroppt? Was hat er gedroppt? Nein, Darkness Pot. Oh, Manno. Nächster. So, wir haben wieder ihn hier. Wir sind leise. Oh nein, es kann sein, dass er jetzt nicht... Dass er jetzt nicht richtig pathfindet. Doch, macht er. Sehr gut. Saved. Zack. One dropped runter. Und dann war es das. Entity Grimming würde, by the way, auch gehen. Aber wir bleiben mal bei der Methode hier. Aber Entity Crawling wäre auch was. Einfach in Minecraft reindroppen und dann würde er auch früher oder später sterben. Da ist allerdings schwierig, ihn rauszubekommen, weil es ja Player-Only-Drop ist. Das heißt, wir müssen den letzten Hit machen. Oder ihm auf jeden Fall Schaden gemacht haben. Aber das hier ist halt geil, Bro. Keine Ahnung. So, und jetzt Preach. Big, 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 big Preach. Dass wir den Rare-Drop bekommen. Und... Oh, nochmal Darkness Pot. Oh.